Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe Freitag die Gold Cap Challenge vergessen und ich mache die jetzt nochmal hier am Montag. So, wir waren ja über die 400.000 letztes Mal gekommen, ne? 403.000, 339.000 ist der ganze Betrag. Und jetzt schauen wir mal im Briefkasten. Wir haben ein paar Sachen haben wir wohl heute Nacht verkauft noch. Die nehme ich jetzt aber mit rein, dass wir für den neuen Monat alles zusammen haben. So, dann gucken wir mal, was wir Schönes gemacht haben. Hier die Windspitzenfußfessel, ja, 429 ist nicht so viel. Teufelseisenhammer haben wir verkauft, Rossstahlstiefel. Ich hatte ein bisschen Schneiderei geskillt, den ganzen Kleinkram. Hab ich auch verkauft. Was haben wir hier? Schattengarn-Tunika. Dann Schulterstücke. Die blauen Sachen sind halt nicht mehr so viel wert. Hier Magiestoffweste. Guck mal, 133 für die Kleine ist schon viel, finde ich. Was haben wir hier? Sternfeuerreif. Ja, ist auch was. Hier Schattengarn, Hose und Google. Dann hier astralanische Robe ist, glaube ich, auch PC. Der Aurora. Guck mal, die eine haben wir für 333. Die andere für fast 1000. Ja, Loderner Verbrenner war, glaube ich, was Blaues. Das ist, glaube ich, so eine Fackel. Dann hier Templerbeinplatten des Feuersturms. Und 1337. Ja, hier ist auch nochmal eine Robe für 300. Es ist so komisch mit den Preisen manchmal. So, geistergeschmiedete Armschienen sind hergestellt. Klauenwachen-Schulterstücke hier, schaut mal, 12.000 Gold. Das hat sich gelohnt. Das ist, glaube ich, Bitsee oder Draenor gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier so eine Kriegsklewe. Auch 619, Drachenflügelklingen. Also hier die Waffen sind halt einige für guten Preis. Steingruffmesser sind 319. Ja, Oberbrigadestulpen sind Hände, ne? 1700 ist auch ein guter Preis. Und hier Totschläger-Schulterklappen. Das Witzige ist ja, die Hose, die geht für ein Appel und ein Ei weg, ne? Und die Schultern 2200. Ja, ansonsten, ja. Geht eigentlich nur so vom Ganzen für eine Woche ist okay für das, was ich getan habe. Hier doppelt genähte Schultern, 9 Gold, alle weg. Nun gut, na? So, dann holen wir das mal raus. Warte mal, nee, erst noch. Also, das sind 31.660, 4498. Damit haben wir die 434.990. Ja, also ich denke mal, die halbe Million ist Ende des Monats locker drin. Mittlerweile kann ich ja auch mehr herstellen, machen, tun. Machen, tun sollte, ne? Ihr kennt das ja. Und ja, also für Transmog, also es zieht gerade so ein bisschen wieder an. Ich meine, es spielen ja auch einige wieder mehr. Und da holen sich natürlich einige auch die Klamotten noch. Und gerade hier aus Shadowlands, die Starterklamotten, wenn man hier Feen des Schicksals gemacht hat, die blauen Startersachen, die werden auch ganz gut gekauft, je nachdem. Weil die damit ja direkt so ein. Damit hat man ein gutes Starter-Set. Ne? Habe ich bei meinen Twinks auch an. Also, meine Lieben. Das war das für diese Woche. Wir sehen uns am Freitag mit dem Thema Goldcap wieder. Und nächsten Montag habe ich ja dann schon von der neuen Challenge. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie das wird. Also ich wünsche euch was. Dankeschön und bis bald. Tschüss.